Tim, vom Ergebnis her, für mich persönlich war das heute ein bisschen zu viel des Guten, zumindest von Oettinger Seite. Was meinst du? Ja, das sehe ich genauso. Ich glaube, wir haben es ganz gut gemacht. Speziell in der ersten Halbzeit haben wir die Räume sehr, sehr eng gemacht. Nötting ist kaum zu Torchancen gekommen. Und hinten raus hat man dann schon die individuelle Klasse von Nötting gemerkt, die dann einfach über gute Einzelspieler da die Tore gemacht haben. Aber wie Sie schon gesagt haben, war ein Tick zu hoch vom Ergebnis. Es hat sich aber schon einiges getan jetzt in Friedrichshall. Was meinst du? Ja klar, dieser Auftaktsieg zur Rückrunde, der Push die Jungs und wir sind jetzt wieder besser dran und ich denke, da kann schon noch was gehen jetzt in der Rückrunde. Du bist ja jetzt seit der Winterpause neuer Kapitän. Wie kommst du mit der Rolle klar und wie konntest du der Mannschaft helfen? Ja, ich versuche die Mannschaft vor dem Spiel immer zu pushen, in den Trainings zu pushen. Ich denke, das kriege ich ganz gut hin. Und ich denke, wir haben da noch eine gute Zukunft vor uns, gerade in der Rückrunde. Das wird noch eine gute Rückrunde. Die nächste Aufgabe wartet auf euch auswärts gegen die Stuttgarter Kickers. Was meinst du, was das für ein Spiel wird? Ja, das wird wieder ein hart umkämpftes Spiel. Stuttgarter Kickers sind jetzt auch nicht ganz mit unten drin, aber es ist ein Gegner, da wollen wir auf jeden Fall Punkte holen. Und wir fahren dahin, um mindestens einen Unentschieden mitzunehmen, wenn möglich sogar drei. Kannst du uns einen größeren Ausblick geben, was ihr euch vorgenommen habt? Klar, wir träumen immer noch vom Klassenerhalt. Wir gehen Spiel für Spiel gehen wir weiter und versuchen, alle möglichen Punkte zu sammeln. Man weiß auch noch nicht genau, wie viele Mannschaften wirklich absteigen, aber wir tun alles, wir sammeln alle möglichen Punkte und dann schauen wir einfach, ob es langt oder nicht. Ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Danke.